Tag 1883. Willkommen zurück zu Mountain Blade with Fire and Sword, wo ich euch eine kleine Nachricht zu machen habe. In der Zeit können wir aber schon mal hier hinten nach Königsberg reiten. Die meisten von euch werden es ja schon mitbekommen haben, vor ein paar Tagen hatte ich ein Video diesbezüglich hochgeladen wegen unseres kleinen Problems mit dem tollen Zakloba. Es gab noch einige Ideen, die ich abgecheckt habe, aber es ist nicht möglich, Zakloba wiederzubekommen. So wie die meisten sehe ich das auch, da sind wir einfach einem ziemlich unschönen Bug aufgelaufen, der dieses Spiel vernichtet. Wir könnten jetzt natürlich herumreiten und die anderen Thronanwerber auf die Tröne bringen, was uns aber insoweit nichts bringt, weil die Story trotzdem aktiviert ist und deshalb müssen wir die zu Ende bringen. Das ist einfach, das ist dieses Eingreifen dieses Spiels in die Handlungsfreiheit. Machen wir es mal so, wenn wir eine Story haben, dann müssen wir die auch durchziehen. Und machen wir es mal so, dass wir während der Zeit niemanden vernichten können. Das wäre doch mal ganz schön. Das hat das Spiel ziemlich kaputt gemacht, möchte man sagen. Und ich habe einfach keine Lust, hier so ein Endlosspiel draus zu machen, weil langsam, ich bin dieses Spiel einfach über, muss ich sagen. Ich bin dieses Spiel über. Und deshalb werden wir dieses Spiel zum 200. Video, das bald ansteht, beenden. Aber wenn ich es schon beende, dann will ich wenigstens ein Ende, an das sich jeder erinnern wird. Wir machen uns jetzt erstmal hier unsere doppelläufige niederländische Pistole. 126.000, die war ganz schön teuer, weil die wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Und da müsste ich mal gerade gucken. Stärke 13, also rein theoretisch könnten wir uns auch so eine tolle schwarze Rüstung machen lassen. Wie teuer ist das denn? 108, holen wir uns auch mal. So, jetzt habe ich wie viel Geld noch? 89.000, gut. Wie sieht denn mein Trupp im Allgemeinen aus? Machen wir uns erstmal ein bisschen Platz hier. Der soll weg. Getrennte Wege, ja los, verschwinde. Söldner, die sind weg. Polnische Söldner, polnische Söldner. Können wir sogar befördern. Hier haben wir auch noch einen Kerl. Verschwinde bloß. 40 Scharfschützen-Söldner hier, du Heilige. Ich mache mir hier erstmal schön Platz, damit wir uns gleich ordentlich Söldner ranholen können. Denn ich will eine eigene Armee haben, mit der ich das Ganze beende. Und die polnischen Söldner sehen so toll aus. Ich hoffe nur, ich kann mir genug für das, was ich vorhab, leisten. Aber Futter haben wir ja noch genug, damit sollten wir auskommen. Dam da 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 dam da dam da da da. Sonst leihen wir uns eben Geld. So, jetzt pass mal auf, mein Freund. Ich nehme erstmal überall 15, ne? So, dann nochmal überall 5. 5, 5, 5. So, jetzt aber erstmal gucken, wie viel haben wir denn jetzt? 88 Mann. 26.000 Taler haben wir noch. Eins. Nicht genügend Münzen. Mit 104 sind wir doch schon gut dran. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die Armee, die ich will. Jetzt könnten wir im Prinzip... Boah, jetzt habe ich Schulden. Ist aber nicht so schlimm. Wir reiten einfach mal los in die Städte. Und leihen uns Geld. Thank you.
8500, mehr können wir hier nicht leihen. Soll mir aber auch recht sein, ich will diese Lumpenstadt eh nicht mehr. Ich möchte in die Festung und ich möchte ins Stadtzentrum. 2, 4, zack, fertig. Nochmal 8500 drauf. Nächste Stadt. Dass wir wenigstens noch ein bisschen flüssig sind. Ihr versteht. Kaufmannsgilde. Aufnehmen. 2, 4. Und das und überhaupt. So. Jetzt sollten wir auf jeden Fall ganz schön Kohle haben. 25.000. Das ist erstmal ganz gut. Lass mich bloß im Frieden, ey. Und jetzt warten wir. Wir warten auf das Unausweichliche. Ja, und wie ihr sagt, wir hätten ja jetzt ein Endlosspiel draus machen können, aber das will ich mir einfach nicht mehr geben. Dieses Spiel ist einfach so verbuggt rausgekommen, dass ich einfach sagen muss, ich bin's auch einfach langsam leid, versteht ihr? Ich will nicht mehr. Dieses Spiel ist für mich kein richtiges Mount & Blade. Hier ist zu viel schief gelaufen. Viel zu viel. Deshalb will ich das jetzt auch einfach beenden. Ich habe eine Alternative parat, keine Angst. Also Mount & Blade, da werdet ihr nicht warten müssen, bis das neue Bannerlords rauskommt, wo sie hoffentlich diesen elenden Story-Kram rauslassen. Also ich habe eine schöne Alternative parat, dass ihr hier nicht darben müsst ohne Mount & Blade. Polotsk, das ist natürlich gut, da reiten wir doch auch mal hin und holen uns unser Geld. Da kommt doch Erinnerungen hoch. Gib mir Geld. Ach, man kann nicht ins Stadtzentrum während einem Kampf. Ja, dann. Glück gehabt, ihr glücklichen, glücklichen Schweine. Wir gucken mal nach, wie weit die sind. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange. 6 Tage verbleibend. Na, das ist doch wunderbar. Gemischtwarenhändler. Da holen wir uns gleich noch ein bisschen Futter. Bier. Was war das hier oben? Das war Salz. So, wir haben jetzt maximales Futter angehortet hier. Gehen wir doch gleich mal zum Waffenhändler mit, wenn wir schon mal hier sind. Weil wir haben nur so ein schäbiges Schwert. Gutes, kurzes Breitschwert. 2820. Das sieht doch nett aus, das nehmen wir. Die Pistole können wir verkaufen, wir kriegen ja gleich eine neue. So, da haben wir auch noch 3 Granaten parat. Wunderbar. Und nun warten wir weiter. Und warten und warten. Da, 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 da. Da, 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 da. Och ja, danke, könnt ihr haben. So, Stadtzentrum, Kaufmannsgilde, da holen wir uns natürlich auch Geld. Habe ich gar kein Problem mit, überall Schulden zu machen. Mich sehen die nach meiner Aktion eh nicht wieder. Ich denke, ich werde mir ein bisschen Geld zurücklegen und wieder zurück nach Calradia reisen. Da war es einfach friedlicher und schöner. Und überhaupt. So, wir müssten nämlich auch bald dann die Nachricht erhalten, dass es hier weitergeht. Wir könnten auch mal ein bisschen befördern. Zack. Man muss die Leute ja nicht dumm sterben lassen, ne? Okay. Na komm.
Sechs Tage ist noch ein bisschen, also können wir auch mal hier rüber reiten und gucken, ob es neue Söldner für mich gibt. Ich habe ja jetzt auch wieder Geld. Da können wir uns noch ein paar Kavalleristen zum Beispiel holen, die ich sehr schätze. Alle Kavallerie haben wir schon. Boah, so schnell kann das Geld wieder weg sein. Aber wir haben 128 Söldner. In Krakau haben wir da schon Geld abgehoben. Darlehen aufnehmen, das sieh mal einer an. Das schöne Krakau hat Geld für den Peter. Ein bisschen Geld brauche ich ja noch, ne? Ich muss ja meinen Leuten auch was zahlen können. Waren wir da schon? Ich glaube, da waren wir eben schon, ne? Ja, hier waren wir schon. Stadtzentrum, Kaufmannsgilde, Darlehen, 2000, 2000, 1500 und abschließen. Oh yeah. So, jetzt können wir gleich mal gucken, was denn hier los, ne? Zack. 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 Also mit meiner Streitmacht bin ich jetzt zumindest erstmal zufrieden. Da können schon wieder welche befördert werden, ich fasse es nicht. Schwupp. Die Wupp. Die Wapp. Die Wibbel. Die Womp. Je besser mein Trupp, desto besser das Ergebnis des Finales, würde ich mal sagen, ne? Dum, dum, dum. Ich hoffe, ihr könnt mich da aber auch verstehen, weil ein Endlosspiel will ich mir einfach, sehr schön, ein Endlosspiel will ich mir einfach nicht mehr antun. Dieses Spiel ist so verbuggt und hat so viele unschöne Eigenschaften, ich will das einfach hinter mich bringen. Es ist nicht meine Art, Projekte abzubrechen, das wisst ihr auch, dass das gegen meinen Ehrenkodex in gewissermaßen verstößt, aber da wir dieses Spiel so oder so nicht zu Ende bringen können, soweit ich weiß, ist mir das inzwischen egal. Wo waren wir denn? Da waren wir weiter. Gegenstand erhalten. Ich muss gehen. Gegenstand erhalten. So, Inventar. Die kann doch gleich mal 54,6, 58,36. Die holen wir uns ran. Niederländische Doppellauf. Sehen wir hier noch nicht so gut. Aber die werden wir noch früh genug sehen. Wir können ja mal in die Stadt gehen. Da, 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 da. Das ist mein neues Schwert hier, schick. Und das ist die niederländische Doppellauf. Bedenga. Enga! Jetzt müssen wir sie nachladen. Handgemacht natürlich, deshalb zieht die auch besser. Dam, da, 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 dam. Marktplatz, Waffenhändler, aber wir bräuchten dafür auch mehr Kugeln, weil 14 Kugeln sind ein bisschen wenig. Da müsste ich die schönen Granaten für aufgeben, aber was soll's. Kugeln sind wichtiger für diese schöne Waffe. Dim, dam, dam, dem, dem, humbeldidel, dam. Wunderbar, wunderbar. So, da haben wir jetzt eine nagelneue, tolle Ausrüstung. Königsberg könnten wir uns eigentlich auch noch ein bisschen Geld ranholen. Da können wir unsere Armee nämlich noch weiter stärken. Kaufmannsgilde, Darlehen aufnehmen. 2, 4 und 1500 noch drauf. Zack. Hey, du musst mich schon rauslassen. Holen wir uns das, was wir verdienen. Aus jeder Stadt 8500. Dass wir eine so zerstörerische Armee gründen mögen. Denn ich habe noch einen Auftrag, bevor ich diese Lande verlassen kann. So ist doch nett.
Gib das her. So, ich würde aber auch sagen, wir machen hier erst einmal Schluss. Und morgen geht's dann weiter mit den Städten abklappern. Wir holen uns das ganze Geld, holen uns natürlich Söldner, bilden die so gut aus, wie wir es können. Und übermorgen gibt's dann das große Finale, wo ihr dann auch erfahrt, was genau ich überhaupt vorhab. Macht's gut.